Liebe Zuhörer, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der folgenden Aufnahme über die verschiedenen Klänge, die es gibt. Wir haben Leute interviewt und dann gibt es eine Klangkarte. Okay, was ist das? Da kann man von Wald, zum Beispiel der Frank Schulte, der ist zum Beispiel Klangforscher. Der nimmt halt Essen ganz viele verschiedene Klänge auf und er hält halt auch diese Klangkarte. Es gibt weltweit diese Klangforscher. Die meisten, die einem einfallen, sind eher nicht die angenehmen Klänge. Es muss doch eins geben, was sie gerne hören. Vielleicht nicht so unbedingt typisch für meine Stadt, aber ich höre gerne Wasser, Flussrauschen, Springbrunnen. Regen. Das ist das Klavierkonzert 1. Turm. So, jetzt muss man entscheiden, was ist eine von denen ein interessanter Klang? Mitzuarbeiten? Ich? Ja. Das Klavier. Ja, das Klavier. Okay, dann wieder auf Pause. Und dann weißt du noch, wie das geht? Also einmal draufklicken und rüberziehen hier. Ja. Mhm, genau. Und dann sehen wir das. Ja. Genau. Und schon hören wir das besser, weil es ein bisschen besser ist. Ja, genau. Super. Wenn man einer so schnell Klavier spielen kann, ist er gut. Okay, dann hast du das auch schneller gemacht wahrscheinlich, ja? Also, super schnell. Okay. Okay. So eine von denen. Alle versteinern. Und das sind alle Klänge hier aufgenommen. Alle zusammen. Ja, vorher waren wir nur im Tanz. Ja. Zum Beispiel.